Einen guten Montagmittag wünsche ich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute an diesem Montagmittag um die Vorstellung der Normenkontrollklage gegen die Wahlrechtsreform. Und ich begrüße herzlich Dr. Marco Buschmann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Dann ist gekommen Britta Hasselmann, erste parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, sowie Friedrich Strethmann, Sprecher für Rechtspolitik der Fraktion Die Linke. Und per Skype ist uns zugeschaltet Professor Dr. Sophie Schönberger, die Prozessbevollmächtigte. Auch an Sie ein herzliches virtuelles Willkommen. Dann beginnt Herr Dr. Buschmann. Ja, vielen Dank, Frau Welti, meine Damen, meine Herren. Die eine oder andere fragt sich vielleicht, warum gehen die jetzt wegen der Wahlrechtsreform nach Karlsruhe, die Linke, die Grüne und die FDP? Denn ich glaube, dieses Trio kann von sich behaupten, dass niemand so viel Druck für eine Wahlrechtsreform gemacht hat in dieser Legislaturperiode, wie wir das getan haben. Wir haben ja sogar auch einen eigenen gemeinsamen Gesetzentwurf eingereicht. Warum also ziehen wir jetzt nach Karlsruhe? Das ist relativ einfach zu erklären, denn die Wahlrechtsreform, die wir uns vorgestellt haben, die sollte ein ganz manifestes Problem lösen, nämlich das stetige Wachstum an Mandaten des Deutschen Bundestages zu dämpfen und aufzuhalten. Denn ein immer weiter wachsendes Parlament ist weniger arbeitsfähig und verliert auch an Akzeptanz. Und das war das, was wir drei gemeinsam in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten gestellt haben. Was die Große Koalition gemacht hat, ist etwas völlig anderes. Sie hat all das, was zur Lösung des Problems beitragen kann, in die Zukunft vertagt. Davon werden wir bei der nächsten Bundestagswahl nichts merken. Und sie hat, was noch schlimmer ist, zum wiederholten Male so etwas wie politische Selbstbedienung an den Tag gelegt. Sie hat mithin auch nicht nur im Parteiengesetz, dagegen klagen wir ja auch gemeinsam, sondern auch im Wahlrecht, es an Respekt vor den Institutionen unserer Demokratie vermissen lassen. Und was am schlimmsten ist, sie gefährdet beim Bundeswahlgesetz die Befriedungsfunktion, die das Wahlrecht hat. Und warum wir dieser Ansicht sind, das möchte ich jetzt einmal kurz erläutern. Liberale Demokratie beruht auf dem Gedanken des Wettbewerbs. Durch eine Vielfalt von Programmen, so unterschiedlich und verschieden, wie wir es ja auch hier repräsentieren, durch eine unterschiedliche Auswahl an Persönlichkeiten haben die Menschen die Möglichkeit, an der Wahlurne unter Alternativen auszuwählen und damit zu bestimmen, in welche Richtung das Land sich entwickelt. Und wie jeder Wettbewerb braucht auch der politische Wettbewerb Spielregeln. Diese Spielregeln finden wir zum einen in den geschriebenen und ungeschriebenen Regeln der Verfassung. Aber wir finden solche Spielregeln auch auf der Ebene des einfachen Rechts. Und in Deutschland ist das insbesondere einmal das Parteiengesetz, aber eben auch das Bundeswahlrecht. Und das führt zu einer Versuchung. Das führt zu einer Versuchung für jede Mehrheitskoalition in einem Parlament, nämlich zu der Versuchung, an diesen einfachrechtlichen Regeln, die man auch mit einfachen Mehrheiten verändern kann, etwas zum eigenen Vorteil herumzuschrauben. Und diese Versuchung kennt unsere Verfassung, diese Versuchung kennt auch das Bundesverfassungsgericht und deshalb hat es immer wieder im Laufe der Geschichte Stoppschilder formuliert, um dafür zu sorgen, dass einfache Mehrheiten dieser Versuchung nicht nachgeben, die Regeln nicht zum eigenen Vorteil umgestalten und damit natürlich auch die Wirkungskraft der Stimmabgabe an der Wahlurne beeinträchtigen. Denn nicht die Spielregeln sollen entscheiden, sondern die Stimmabgabe durch die Wählerinnen und Wähler. Und diese Stoppschilder hat die Große Koalition mehrfach in dieser Legislaturperiode unberücksichtigt gelassen. Beim Parteienrecht hat sie beispielsweise in nicht ausreichender Form Darlegungs- und Beweislast erfüllt, um die finanzielle Selbstbedienung der SPD am Steuertopf begründen zu können. Und beim Bundeswahlgesetz hat sie insbesondere den Grundsatz der Normenklarheit verletzt, damit sich die Union selbst bedienen konnte, nämlich in Form eines Mandatsbonus von drei unausgeglichenen Überhangmandaten.
Und dieser Grundsatz der Normenklarheit, das will ich hier noch mal betonen, ist von verfassungspolitisch herausragender Bedeutung. Denn der Grundsatz der Normenklarheit sorgt dafür, dass nach der Phase des Wahlkampfes, der Auseinandersetzung, auch der harten, mitunter bitteren Auseinandersetzung, dann, wenn der Souverän, nämlich der Wähler, gesprochen hat, wir wieder in, ich sage mal, zivilere Verhältnisse übergehen können. Und zwar dadurch, dass Beamte wie der Bundeswahlleiter streng formale, klare Regeln haben, wie sie aus der Stimmabgabe die Zusammensetzung des Parlaments herleiten können. Damit der Streit des Wahlkampfs nicht auf dem Rücken dieser Beamten ausgetragen wird und damit nicht das passiert, was wir jetzt in den USA vor kurzem erleben konnten. Dort ist eben die Phase des Wahlkampfs nicht mit der Stimmabgabe geändert, sondern weil wir dort ein sehr kompliziertes Wahlrecht haben, viele verschiedene Wahlrechte haben, hat dort der unterlegene Kandidat den Wahlkampf einfach mit Mitteln einer Wahlrechtsdiskussion fortgeführt. Und das ist etwas, was wir in Deutschland nicht haben wollen und deshalb in besonderer Weise auf ein normenklares Wahlrecht angewiesen sind, und zwar im Dienste einer liberalen Demokratie, die harte Wahlkämpfe kennt, aber danach auch wieder zu zivileren, vernünftigen und sachlichen Verhältnissen zurückkehrt. Genau das hat die Große Koalition aber mit ihrem Wahlrechtsentwurf und ihrem Wahlrechtsgesetz nicht hinbekommen. Das Bundeswahlrecht enthält jetzt Regelungen, die hochgradig unklar sind, die nicht eindeutig determinieren, wie aus der Stimmabgabe die Zusammensetzung im Bundestag am Ende ausschaut. Und das gefährdet gerade diese Integrationsfunktion des Wahlrechts oder, wie ich es nennen würde, Befriedungsfunktion des Wahlrechts. Und deshalb sind wir gemeinsam fest entschlossen, diese Grenzüberschreitung, diesen politischen Tabubruch und eben auch diese verfassungsrechtliche Verletzung nicht hinzunehmen und in Karlsruhe zu rügen, damit eben wir das Ansehen der Institution der Wahl, aber auch das Ansehen der Institution des Parlaments verteidigen. Wir haben deshalb auch in dieser ungewöhnlichen Konstellation zum wiederholten Male zusammengefunden, denn unabhängig vom konkreten politischen Programm muss es die gemeinsame Überzeugung aller Demokraten sein, die guten und bewährten Spielregeln unserer liberalen Demokratie zu verteidigen. Und zwar gerade in einer Zeit, wo sie unter Druck steht, in einer Zeit, in der gewissermaßen Benzin in der Luft liegt, stimmungstechnisch, spielt man nicht mit Streichhölzern, und genau das tut die Große Koalition immer wieder, und das wollen wir nicht hinnehmen. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Frau Professor Schönberger eine hervorragende Prozessbevollmächtigte gefunden hat, und ich kann nur jedem raten, sich diesen Schriftsatz, den wir ja auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, anzuschauen. Der ist an gedanklicher Präzision und sprachlicher Klarheit, glaube ich, nicht zu überbieten. Und mit dieser sprachlichen Klarheit zeigt er auch, welche sprachliche Klarheit man eigentlich von einem Bundeswahlgesetz hätte erwarten müssen. Und dafür sind wir gemeinsam sehr dankbar, dass das gelungen ist. Und das sollen meine einführenden Gedanken gewesen sein. Vielen Dank bisher. Frau Hasselmann, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, ob wir in dieser Sache nach Karlsruhe ziehen und dies auch noch mit einem Antrag auf eine einstweilige Anordnung. Denn wir alle kennen die Belastung des Bundesverfassungsgerichts. Der Antrag war jedoch aus Sicht von Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Linken unausweichlich. Und hier gibt es aus meiner Sicht drei klare Gründe. Es ist keine Rechtsklarheit geboten mit dem von Union und SPD beschlossenen Wahlrecht, das nun auch sozusagen Grundlage für die nächste Bundestagswahl sein soll. Es gibt einen Punkt, da schlägt Unfähigkeit hier aus meiner Sicht des Gesetzentwurfs, der dann auch eine Mehrheit von Union und SPD im Bundestag gefunden hat, in Verfassungswidrigkeit um. Und so ist es hier. Denn Demokratie und Rechtsstaatsgebot unseres Grundgesetzes verlangen, dass Wahlen nur auf einer gesetzlichen Grundlage durchgeführt werden,
die das Ergebnis der Wahlen, die Zusammensetzung des Bundestages hinreichend klar vorgibt. Es gibt in diesem Gesetz, mit diesem beschlossenen Gesetz aus unserer Sicht keine Rechtsklarheit. Sie ist nicht geboten, und das zwingt uns zu diesem Schritt. Ein zweiter Punkt. Wir haben die Union, hat sich einen allein politisch motivierten Vorteil gesichert, indem drei unausgeglichene Überhangmandate, der nicht auf einer systembedingten Entscheidung beruht, sondern allein auf dem Willen und der Macht der Unionsentscheidung mit Billigung der SPD. Und eine derartige Willkür darf aus unserer Sicht nicht geduldet werden. Der dritte Punkt: Die Reform trägt voraussichtlich nichts oder jedenfalls ganz sicher fast gar nichts zum eigentlichen Ziel der Wahlrechtsreform bei. Nämlich unser aller Ziel war es, eine Verkleinerung der Größe des Bundestages mit einer Wahlrechtsreform herbeizuführen. Der Vorschlag von Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Linken mit dem Wahlgesetzentwurf seinerzeit war fair, war verfassungsgemäß und er hätte wirklich substanziell dazu beigetragen, dass wir von einer Verkleinerung des Deutschen Bundestages ausgehen können. Das können wir mit diesem beschlossenen Gesetz nicht. Mit den Anträgen machen wir deutlich, dass die angegriffene Neuregelung gegen das Gebot der Normenklarheit sowie aufgrund des ausgleichslosen Überhangmandate gegen die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit verstoßen. Und das, meine Damen und Herren, ist ausreichend Grund für uns, gemeinsam diesen Schritt zu gehen. Denn wir müssen die Akzeptanz in der Bevölkerung und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die demokratischen Institutionen und uns wahren. Und das ist mit dem vorgelegten und beschlossenen Gesetz nicht der Fall. Und deshalb dieser Schritt nach Karlsruhe. Zu weiteren Punkten gerne auf Nachfrage. Vielen Dank. Herr Streitmanns, bitte. Ja, ich kann nahtlos anknüpfen an das, was meine beiden Vorredner und Vorrednerin gesagt haben. Ich will noch einmal betonen, diese Zusammenarbeit in dieser Klage fußt auf dem Vertrauen, das wir uns gemeinsam erarbeitet haben in der Wahlrechtskommission bei Herrn Schäuble, wo wir in einem Jahr festgestellt haben, dass wir bei aller politischen Unterschiedlichkeit ein gemeinsames Ziel teilen, nämlich die parlamentarische Demokratie zu stärken und das Parlament zu verkleinern. Als erstes Ergebnis dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit ist halt der angesprochene Gesetzentwurf zur Verkleinerung des Parlaments von uns gemeinsam eingebracht worden. Und genau das führt uns konsequenterweise auch zu dieser Antragsschrift, die wir in Karlsruhe jetzt einreichen werden. Denn, und das haben die Kollegen und Kolleginnen schon angesprochen, dieser Gesetzentwurf der Regierungskoalition ist eine sprichwörtliche politische Mogelpackung. Er gaukelt dem Publikum vor, geeignet zu sein, das Parlament zu verkleinern. Wir sind aber aufgrund interner Berechnungen und Ausarbeitungen sehr sicher, dass genau dieses Ziel grandios verfehlt wird. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin überzeugt davon, dass der Regierungskoalition dieser Effekt ihrer sogenannten Wahlrechtsreform vollkommen bekannt war, dass sie ihn dennoch bewusst eingebracht haben, es ist angesprochen worden, um sich Vorteile zu verschaffen. Hier profitiert von diesem Wahlreformgesetz allein die Union. Und gleichzeitig, ich hatte es schon mal vor einiger Zeit angesprochen, werden Stimmen der Wählerinnen und Wähler durch diese Reform von Unionswählerinnen und Wählern deutlich mehr wert sein als die von Wählerinnen und Wählern anderer Parteien. Und wir haben ein Kernproblem, das das Verfassungsgericht auch erkannt hat. Da ja Wahlrecht mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag geändert werden kann, bedarf es gerade bei einem so sensiblen Eingriff der Rückversicherung auch der Parteien,
die eben nicht der Regierungskoalition angehören. Hier ist das genaue Gegenteil eingetreten und das führt für uns als Linke zu einer klaren Warnung. Große Koalitionen nutzen und bringen der parlamentarischen Demokratie nichts. Und das kann man, glaube ich, an diesem Gesetz sehr deutlich erkennen. Die angegriffenen Punkte sind benannt worden. Wir sagen zum einen, die Normenklarheit ist nicht gewährleistet. Dazu wird unsere Bevollmächtigte sicherlich juristisch gerne ausführen. Aber auch die Wahlrechtsgleichheit, von der ich eben gesprochen habe, ist nicht eingehalten. Und ich will noch einen Punkt stark machen, der vielleicht erst auf den zweiten Punkt sich erschließt. Dadurch, dass die Regierungskoalition dieses Gesetz ohne Einbeziehung der Opposition auf den Weg gebracht hat, das ihr selber nutzt, hat sie uns ja quasi politisch gezwungen, den Weg nach Karlsruhe zu gehen. Gleichzeitig bringt die Regierungskoalition dadurch das Bundesverfassungsgericht in eine extrem missliche Situation, die wir gerne vermieden hätten, indem nämlich im Kompromisswege eine einvernehmliche Änderung des Wahlrechts angestrebt worden wäre. Dass man das so komplett ausgeschlagen hat, führt dazu, dass die Verantwortung für diesen Klageweg nach Karlsruhe zum Verfassungsgericht alleine auf Seiten der SPD und CDU und CSU liegt. Ich will das wirklich noch mal deutlich betonen. Wir hätten uns diesen Weg sehr gerne erspart. Wir waren hier immer kompromissbereit ansprechbar. Das war offensichtlich nicht gewünscht. Ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Wir sehen, ich habe es eben gesagt, große Mehrheiten im Parlament werden im Moment genutzt, um Dinge zu eigenen Gunsten und zum Nachteil anderer Parteien durchzusetzen. Das ist nicht nur unklug in Zeiten, wo die parlamentarische Demokratie so gewaltig unter Druck steht, sondern es ist massiv schädlich. Und ich möchte schließen mit einem Appell an die Unionswählerinnen und Wähler, dass sie sich bei der nächsten Wahl bitte sehr genau überlegen mögen, ob sie einer solchen Union weiterhin ihre Stimme geben können. Aus meiner Sicht kann die Antwort nur lauten, nein. Vielen Dank. Dankeschön für diese Statements hier im Saal. Wir gehen damit in die Schalte. Frau Professor Schönberger, können Sie uns hören? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man hört mich. Wenn Sie mal ein bisschen sprechen. Ja, also ich bin jetzt jedenfalls, sehe mich selber im Bild. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt auch alle. Alles gut. Wunderbar. Dann kann ich ein paar kurze Ausführungen noch machen zur verfassungsrechtlichen Hintergrund, zur verfassungsrechtlichen Argumentation in diesem Verfahren. Es ist ja gerade schon angesprochen worden, es geht hier im Wesentlichen um zwei Punkte, um zwei verfassungsrechtliche Argumente. Der erste Punkt, das sind die drei unausgeglichenen Überhangmandate, die ja nach langem Ringen und nach langen Kompromissen nun in dieser Form in das Gesetz gefunden haben. Diese Regelung verstößt unserer Meinung nach klar gegen die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der Parteien. Bei unausgeglichenen Überhangmandaten, die ja bis vor einigen Jahren noch im Wahlrecht verankert waren, bis das Bundesverfassungsgericht dem ganz enge Grenzen gesetzt hat. Bei unausgeglichenen Überhangmandaten handelt es sich immer um eine Verzerrung des proportionalen Wählerwillens, insofern als dass eben nicht mehr alle Stimmen gleichgewichtet werden, sondern für manche Stimmen es eben mehr Mandate gibt als für andere. Das Bundesverfassungsgericht hat das unter ganz, ganz engen Voraussetzungen für zulässig gehalten. Und diese Voraussetzungen sind hier in der politischen Debatte mitunter angeführt worden, die begründen sollen, warum diese drei unausgeglichenen Überhangmandate zulässig sind. Das ist allerdings nicht der Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass bis zu 15 unausgeglichene Überhangmandate verfassungskonform sein können, wenn aus einem Zusammenspiel zwischen tatsächlichen Gegebenheiten und rechtlicher Situation sichergestellt ist, dass es eben nicht mehr werden als 15. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, in unserem besonderen Wahlsystem des personalisierten Verhältniswahlsystems können Überhangmandate auftreten. Und wenn das Gesamtsystem so gestrickt ist, dass das nicht mehr als 15 werden, dann ist das tolerierbar, dann ist die Einschränkung der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit, die darauf beruht, verfassungs,
rechtlich gerechtfertigt. Das ist aber etwas anderes, als zu sagen, ich setze willkürlich eine Zahl von Überhangmandaten, die entstehen sollen, in unausgeglichener Weise und schreibe das so in das Wahlgesetz. Das ist aber das, was jetzt im beschlossenen Bundeswahlgesetz der Fall ist. Man hat willkürlich die Zahl 3 herausgegriffen und hat das Wahlrecht um diese 3 unausgeglichenen Überhangmandate herumgestrickt. Das hat nichts damit zu tun, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, wo diese bis zu 15 unausgeglichenen Überhangmandate als unschöne Nebenfolge bestehen bleiben können, sondern hier geht es um eine bewusste Entscheidung, solche Überhangmandate entstehen zu lassen. Und das ist mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar. Der andere Punkt, der hier zur Verfassungswidrigkeit der Neuregelung führt, ist der Punkt der Normklarheit. Das ist hier auch schon mehrfach genannt worden. Das ist auf den ersten Blick vielleicht etwas schwierig, weil das Wahlrecht nicht dafür bekannt ist, nun besonders leicht verständlich, besonders geschmeidig, besonders schön in der Lektüre zu sein. Aber es gibt große Unterschiede zwischen einem Wahlrecht, das vielleicht sperrig formuliert, umständlich, mathematisch und vielleicht sehr speziell geregelt ist, und einem Wahlrecht, das die wesentlichen Aspekte der Mandatszuteilung nicht mehr selber nachvollziehbar regelt. Und um ein solches Wahlrecht handelt es sich hier. Die Regelung ist nicht nur schwer verständlich oder nur für Spezialisten verständlich, sie ist gar nicht mehr verständlich, weil sie in sich widersprüchlich und inkonsistent ist und darüber hinaus auch unvollständig. Es gibt zahlreiche Operationen, die man bei der Mandatszuteilung jetzt erfüllen muss oder die konkret der Bundeswahlleiter vornehmen müsste, die durch das Gesetz nicht mehr determiniert sind, sondern die schlicht hinzu imaginiert werden müssen. Und das wird den demokratischen Mindestanforderungen an ein Wahlrecht nicht gerecht. Ich kann das vielleicht an einem Zahlenbeispiel erläutern. Wenn man das jetzt geänderte Wahlrecht einmal durchrechnet mit den Wahlergebnissen der letzten Bundestagswahl von 2017, kann man zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen wie einer Bundestagsgröße von 655 Proporzmandaten, also Mandate, die nach dem Zweitstimmenergebnis verteilt wurden, plus 36 Überhangmandaten für die CDU, 3 Überhangmandaten für die SPD und 3 Überhangmandaten für die CSU. Das wird Sie jetzt vielleicht wundern, weil doch nur gesagt wurde, es sollten noch maximal 3 Überhangmandate sein. Das steht aber so im Gesetzentwurf nicht drin, sondern was eigentlich im Gesetzentwurf drinsteht, sind bis zu 3 Überhangmandate pro Landesliste. Und das sind dann bei der CDU 15 Landeslisten, auf die Überhangmandate entfallen können. Also das ist die eine Möglichkeit, das Ganze auszulegen und auszurechnen. 655 plus 36 plus 3 plus 3. Die andere Möglichkeit ist, es so auszulegen, dass man bei 691 Mandaten landet und einem einzelnen unausgeglichenen Überhangmandat für die CSU. Und da sehen Sie, das ist dasselbe Gesetz, nur mit unterschiedlichen Lesarten, die beide vollkommen gleichermaßen juristisch vertretbar sind, weil das Gesetz das nicht hinreichend klar determiniert, weil jeder Rechtsanwender sehr viel innere Imagination hinzulegen muss. Und das führt dann ganz konkret zu so unterschiedlichen Ergebnissen. Im ersten Fall würde die CDU fast 32% der Mandate stellen, im zweiten Fall gut 28% der Mandate. Das sind fast 4 Prozentpunkte Unterschied. Das ist ein ganz erheblicher Unterschied. Dann gibt es noch das Thema, was passiert, wenn ein Abgeordneter aus einer Partei, die Überhangmandate hat, ein Wahlkreisabgeordneter ausscheidet, die sogenannte Konstellation des Nachrückens. Da ist die Regelung im neuen Gesetz so unvollständig, dass im Grunde niemand so genau sagen kann, was da passiert, ob nachbesetzt wird, ob nicht nachbesetzt wird, von welcher Landesliste nachbesetzt wird. Da gibt es eine Vielzahl von Auslegungsmöglichkeiten, die dann der Bundeswahlleiter relativ frei wählen müsste. Und das ist mit der Verfassung nicht vereinbar. Vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde für Fragen. Pandemisch bedingt arbeiten wir ja mit einem reduzierten Zeitkontingent. Pandemisch bedingt erlauben wir auch die Übertragung unserer Pressekonferenzen. Deswegen für alle, die uns von außen zuschauen, noch die Info,
dass die Bundespressekonferenz eine regierungsunabhängige Organisation ist, in der sich Hauptstadtjournalisten, Hauptstadtjournalistinnen zusammentun, um eben diese Pressekonferenzen zu veranstalten. Und wir hier vom Vorstand sorgen eben dann dafür, dass die Korrespondentinnen und Korrespondenten ihre Frage stellen können. Ich bitte um eine kurze Frage, eine präzise Frage. Und wenn Sie sich auch noch mal kurz vorstellen, weil dann wissen auch die anderen, das besser einzuordnen. Herr Decker beginnt. Ja, ich wollte jetzt mal... wenn Sie sich kurz vorstellen würden... Ja. Markus Decker, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich wollte jetzt mal nach dem praktischen Ablauf fragen. Also ich habe heute früh beim Bundesverfassungsgericht angerufen und gefragt, wenn denn da mit einer Entscheidung zu rechnen sei. Da sagte ein Gerichtssprecher, solange da nichts vorliegt, könne man dazu auch nichts sagen. Meine Frage ist, welche Erwartungen haben Sie, wann das passieren kann? Des Gerichts. Das ist dann aber noch keine endgültige Entscheidung. Wir werden den Schriftsatz natürlich dem Gericht so schnell wie möglich zur Verfügung stellen. Aber jedenfalls im einstweiligen Rechtsschutz kann es theoretisch dann schon sehr schnell gehen. Auch in der Hauptsache ist natürlich eine gewisse Eile geboten, weil natürlich die Wahlleiter in ganz Deutschland wissen müssen, auf welcher Grundlage die Wahl durchgeführt werden muss. Sollte das Bundesverfassungsgericht aber unserem Antrag stattgeben und auch diese Regelung, die wir angegriffen haben, für nichtig erklären, bricht kein Chaos aus in Deutschland, sondern dann lebt schlichtweg die alte Rechtslage wieder auf. Also auch da rührt keine Gefahr her. Und wir wünschen uns als Antragsteller natürlich so schnell wie möglich eine Entscheidung, auch im Sinne der vielen Beamtinnen und Beamten, die ja die Wahl vorbereiten müssen. Aber das hat natürlich ein Stück weit das Gericht auch selber in der Hand. Ist auch alles gar nicht so einfach, unter Pandemiebedingungen solche Verfahren zu organisieren. Also das ist schon eine Herausforderung, aber das liegt im Wesentlichen in der Hand des Gerichts. Herr Schönberger, wenn Sie ergänzen möchten, dann machen Sie sich bitte gerne auch akustisch bemerkbar, weil wir sitzen so, also Ihr Bild ist sozusagen in meinem Rücken und ich muss mich immer... Aber ich bin stumm geschaltet, normalerweise. Also wenn ich kurz was ergänzen darf, also die Antragsschrift ist heute Vormittag schon mal per Fax beim Bundesverfassungsgericht eingegangen, die Papierform folgt. Zur Frage, wann das Bundesverfassungsgericht das entscheiden wird, können wir alle natürlich nicht sagen, aber zur Frage... bis wann das theoretisch möglich wäre, kann ich noch etwas ergänzen. Denn hier ist ja die Besonderheit, dass die Regelungen, die hier angegriffen werden und bei denen wir beantragen, dass sie erstmal außer Vollzug gesetzt werden für die nächste Wahl, allein die Mandatszuteilung betreffen. Das heißt, den allerletzten Schritt, die Wahldurchführung im eigentlichen Sinne, ist davon nicht betroffen, sondern es geht einzig und allein darum, was passiert, wenn alle ihre Stimme abgegeben haben und dann gerechnet wird, die Mandatszuteilung berechnet wird. Das könnte das Bundesverfassungsgericht theoretisch bis ganz kurz vor der Wahl machen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn Sie das früher täten, aber wie das Bundesverfassungsgericht hier in seinem zeitlichen Ablauf plant. Dazu können wir natürlich keine, also allenfalls Vermutungen anstellen, aber keine belastbare Auskunft geben. Entschuldigung, Sekunde. Sie hatten noch eine Zusatzfrage. Ja. Aber objektiv setzen Sie ja das Verfassungsgericht unter einen Druck, bis zur Bundestagswahl zu entscheiden. Ist es garantiert, dass das Verfassungsgericht diesem Druck auch nachgeben wird und muss? Oder könnte es auch sein, dass das Verfassungsgericht sagt, wir haben so viel zu tun, sorry, das kriegen wir nicht mehr hin? Ja, wenn ich das vielleicht auch als ehemaliger Richter beantworten kann. Ein Gericht lässt sich sehr ungern bis gar nicht unter Druck setzen. Das ist der erste Merksatz. Und der zweite Merksatz ist der, das Verfassungsgericht ist sicherlich politisch schlau und wird für sich überlegen, wann am besten die Entscheidung passt.
Nach der bisherigen Rechtsprechung haben Sie, wie Frau Professor Schönberger gesagt hat, durchaus Zeit. Ob das in diesem Fall politisch klug ist, das muss dann halt, wie gesagt, der oder die Berichterstatterin im Senat, die das dem Senat zur Beratung vorlegt, selber beantworten. Und wir hatten ja für uns in der Abwägung, Herr Decker, entschieden, dass wir den Antrag aufgrund der hohen Zahl der Mängel und der Infragestellung der Verfassungsmäßigkeit für unausweichlich halten. Frau Professor Dr. Schönberger hat einige Beispiele gerade gegeben, die auch in der schriftlichen Klageschrift enthalten und weit ausgeführt sind. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages Interpretationsspielräume zulässt, in einem so hohen Maße, allein mit Blick auf die Frage der unausgeglichenen Überhangmandate, eine Zahl von bis zu 3 Sitzen pro Landesliste, Fragezeichen, eine Zahl von 3 Sitzen pro Partei, Fragezeichen, oder eine Zahl von insgesamt 3 bezogen auf die Landeslisten aller Parteien. Es kann ja nicht dem Interpretationsspielraum des von uns geschätzten Bundeswahlleiters obliegen, wie sich am Ende der Deutsche Bundestag zusammensetzt und in welchen Mehrheitskonstellationen gearbeitet wird. Und deshalb haben wir in der Abwägung im Hinblick auf die Normenklarheit hier ganz eindeutig gesagt, dieser Antrag ist unausweichlich, auch bezogen auf die einstweilige Anordnung. Bevor Sie ergänzen, Herr Buschmann, vielleicht kann man folgende Frage von Christine Dankbar von der Berliner Zeitung noch mit einweben in die Antwort. Sie geht nämlich von dem Szenario aus, angenommen, das Bundesverfassungsgericht erklärt das Gesetz für verfassungswidrig und es wird nach altem Recht gewählt, dann ist die Gefahr ja groß, dass der Bundestag womöglich noch größer wird als jetzt. Wäre das nicht kontraproduktiv? Ja, also erstmal zu der Ausgangsfrage. Es besteht Druck natürlich, weil nicht auszudenken, wenn fraglich wäre, ob es eine Regierungsmehrheit in einer bestimmten Konstellation gibt oder nicht. Also natürlich ist der Druck da. Den Druck auf das Verfassungsgericht haben ja aber nicht wir aufgebaut, indem wir von unseren verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch machen, sondern den Druck hat eine große Koalition aufgebaut, die bis zum letzten Augenblick sich in Wahrheit gänzlich verweigern wollte und dann am Schluss eine Flickschusterei vorgelegt hat. Und insofern will ich ganz klar antworten, ja, es besteht Druck, aber die Verantwortung für diesen Druck, der ist bei der Großen Koalition zu suchen. Die Frage, die die Kollegin online gestellt hat, ist die Tatsache oder die Beispielrechnung von Frau Professor Schönberger zeigen ja, dass wir hier einer Sache nicht auf dem Leim gehen sollten. Nämlich die Große Koalition sagt immer, sie hätte was gegen das Größenwachstum getan. Die wesentliche Frage, die das Größenwachstum betrifft, nämlich die sehr geringe Reduzierung der Wahlkreise, tritt bei der kommenden Bundestagswahl gar nicht in Kraft. Und die verschiedenen Interpretationen, wie sich das auf die Größe des Bundestags auswirkt, bei dieser unklaren Rechtslage, haben wir vorhin auch gehört. Das heißt, man kann noch nicht mal sagen, ob die Regelungen, die bei der nächsten Bundestagswahl Anwendung finden, tatsächlich das Größenwachstum puffern. Und insofern, glaube ich, besteht dieses Problem nicht. Jedenfalls, wenn nach altem Recht gewählt würde, hätten wir in jedem Fall wenigstens ein verfassungskonformes Wahlrecht. Und das ist für die Akzeptanz der Ergebnisse sicherlich besser als nach einem verfassungsrechtlich hoch umstrittenen Wahlrecht, dessen Ergebnisse dadurch keine allgemeine Akzeptanz finden können, zu wählen. Auf die Frage von Frau Dankbar vielleicht ergänzend. Wir haben nach 8 aktuellen Umfragen aus dem Monat Januar 2021 uns die Zahlen und Berechnungen mal angeschaut im Hinblick auf, wo stünden wir ohne Wahlrechtsreform und wo stehen wir mit der Wahlrechtsreform, die von Union und SPD beschlossen wurde. Und wir kommen im Durchschnitt der berechneten Umfragen auf eine Einsparung, sage ich mal, oder dieses Ziel Verkleinerung des Deutschen Bundestages von 10,8 Mandaten.
Im Durchschnitt 1,43%. Und das ist natürlich noch mal ein Argument mehr zu sagen, wir können doch hier nicht billigend in Kauf nehmen, ein verfassungswidriges Gesetz versus sozusagen einer solch geringen Einsparung mit dem Ziel der Verkleinerung des Deutschen Bundestages. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Anhaltspunkt für das. Wir waren uns ja sehr sicher, das hat auch vorhin Marco Buschmann beim Eingangsstatement deutlich gemacht, wir wollten das Ziel Verkleinerung des Deutschen Bundestages fair für alle Fraktionen und verfassungsgemäß mit unserem Vorschlag verfolgen. Es hätte alle Fraktionen proportional gleich betroffen, unser Vorschlag. Und dieser Weg ist hier nicht beschritten worden hat auch einen so geringen Effekt, zumindest nach unseren Berechnungen. Dann Herr Bagel, bitte. Ich wollte mal nachfragen, Sven Bagel. Wenn auch Sie sich bitte vorstellen. Sven Bagel, Forum Wochenmagazin. Ich wollte noch mal nachfragen auf die Gefahr hin, dass also tatsächlich wirklich der nächste Bundestag, wenn Sie Erfolg haben, dass der dann wirklich bei 800 oder 799 oder irgendwas Parlamentariern ist, ob Ihnen das nicht bei Ihren Wählern eventuell dann doch nicht gedankt werden könnte. Ja, bitte. Ja, das ist eine Frage, die wir sehr intensiv in der Vorbefassung ausgetauscht haben, weil uns das eben alle drei Parteien sehr beschäftigt hat. Aber wenn Sie abwägen, Sie können doch nicht ein aus Ihrer Sicht absolut verfassungswidriges Gesetz akzeptieren, nur weil eventuell dieser Angriff, der zu Recht erfolgen muss, auf das verfassungswidrige Gesetz nicht erfolgt, weil man eventuell beim Publikum damit schlecht ankommt. Also das müssen wir als Politiker auch aushalten. Und das ist ja auch nicht unser Ziel. Denn unsere Absichten haben wir, glaube ich, mit unserem eigenständigen Gesetzentwurf der drei Parteien, Grüne, FDP und Linke, deutlich gemacht. Unser Gesetzentwurf ist aus unserer Sicht derjenige, der verfassungsrechtlich zulässig ist und zu einer effektiven Verkleinerung führt. Dass da die Union und die SPD sich komplett blockiert haben, vor allen Dingen auch die CSU, um diesem Vorschlag näher zu treten, das nehme ich Ihnen ganz persönlich ziemlich übel, weil ich über ein Jahr sehr intensiv in der Kommission mitgearbeitet habe. Und vielleicht finden Sie das naiv, aber ich habe dort mitgearbeitet mit dem Ziel, auch die Verkleinerung des Bundestages auf den Weg zu bringen. Also, dass wir das gemeinsam wollen, steht ja völlig außer Zweifel. Deshalb haben wir den gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir wollen den Bundestag verkleinern. Und würden wir diesem Argument auf den Leim gehen, ihr müsst jetzt unsere verfassungswidrige Lösung akzeptieren, weil sonst der Anschein erweckt werden könnte, ihr würdet dieses Ziel nicht teilen, dann würden wir uns erpressen lassen. Und wir sind als Parlamentarier und Parlamentarierinnen hier nicht, um uns erpressen zu lassen, sondern wir werden die Verfassung verteidigen mit dem Instrument, das die Verfassung dafür vorsieht. Und das ist die abstrakte Normenkontrolle. Die politische Frage, was wir wollen, nämlich den Bundestag zu verkleinern, ihn schlanker zu machen, effektiver zu machen, den haben wir nicht nur mit Worten bekundet, sondern wir haben frühzeitig einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Und deshalb wird das bei allen, die mit, an der Sache orientiert auf uns schauen, völlig außer Zweifel stehen. Und niemand wird auf den Gedanken kommen können, dass wir etwas anders wollen würden. Helle, ja, Entschuldigung. Ja. Sie glauben wirklich, dass Ihre Wähler das verstehen werden? Also ich finde, der Wähler ist der Souverän. Und wir haben uns, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sehr grundsätzlich sage, wir haben uns so bestimmte Teile, haben sich so einen Ton angewöhnt, als ob der Wähler dieses oder jenes nicht verstehen könnte. Ich finde es in einer Demokratie nicht angemessen. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler, die nicht nur wir haben, sondern ich sage das auch ausdrücklich für Wählerinnen und Wähler anderer Parteien, dass die intelligent sind, ihren eigenen Kopf haben, das Recht haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und dass wir als Volksvertreter mit größtem Respekt von denjenigen sprechen sollten, die wir vertreten. Und deshalb haben die sehr wohl das Vermögen, das zu verstehen. Herr Leithäuser. Johannes Leithäuser, FAZ. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen um Rechtsberatung bitten. Es gab ja schon öfters Klagen gegen frühere Fassungen des Wahlrechts.
Teile sind auch als verfassungswidrig erkannt worden dabei. Es hat aber nie einen sofortigen Vollzug gegeben dessen, sondern es gab immer die Möglichkeit von Nachbesserungen. Glauben Sie nicht, dass das in diesem Fall auch so sein wird, sodass wir also dann doch im September erstmal nach diesem geänderten Wahlrecht wählen? Und die zweite Frage, Ihr Streben richtet sich allein danach, diese inkriminierten Überhangmandate außer Kraft zu setzen, oder ist dann nach einer Entscheidung in Karlsruhe das ganze Ding futsch, sozusagen? Frau Schönberger. Genau. Frau Schönberger. Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Also natürlich ist der Antrag, hier das Geld, das beschlossene Wahlrecht per einstweiliger Verfügung außer Vollzug zu setzen, sehr, sehr ungewöhnlich. Also das ist etwas, was wir bei vom Bundestag beschlossenen Gesetzen wirklich nur sehr ausnahmsweise machen im Verfassungsrecht. Und im Wahlrecht ist das bisher tatsächlich noch nicht vorgekommen, sondern da gibt es im Gegenteil sogar häufiger die Konstellation, dass nachgebessert wird. Allerdings unterscheidet sich hier der Sachverhalt und die letzte Änderung des Wahlgesetzes ganz, ganz substanziell von vorherigen Verfahren und von vorherigen Mängeln, die das Wahlrecht hatte. Denn vorher ging es immer um Mängel, die tatsächlich den Inhalt, die konkrete Berechnung angingen, den Effekt des negativen Stimmgewichts etc. etc. Der Hauptangriffspunkt, den wir hier haben, ist aber derjenige, dass unabhängig davon, zu welchen Folgen das Ganze führt, die Vorschrift als solche so unklar formuliert ist, dass dem Bundeswahlleiter ein sehr, sehr, sehr großer Entscheidungsspielraum letztlich darüber gegeben wird, wie sich das Parlament zusammensetzt. Und das ist der zentrale Unterschied zu den vorherigen Wahlrechtsverfahren, wo es um Detailfragen materieller Grenzen des Wahlrechts ging. Hier geht es darum, dass die Regelung, die jetzt beschlossen worden ist, in dieser Form nicht vollziehbar ist. Sie ist so unvollständig und widersprüchlich, dass man einfach politisch gestalten muss, um das Wahlrecht zu vollziehen. Und das ist mit dem Demokratieprinzip schlicht und ergreifend nicht vereinbar. Und das ist der große Unterschied zu den anderen Verfahren. Und die zweite Frage, wer möchte die beantworten? Vielleicht werfen Sie uns noch mal ein Stichwort zu. Die zweite Frage ist damit mitbeantwortet, die war, ob das ganze Gesetz gemeint ist oder nur die einzelne Regelung, die die Überhangmandate betrifft. Nein, Frau Schönberger hat ja auch ausgeführt, die Nachrückerregelung ist halt auch problematisch. Also und im Hinblick darauf, der Gesetzestext lässt halt hier den Rechtsanwender, die Rechtsanwenderin völlig im Regen stehen. Deshalb auch am Ende die Frage, aus welchem Bundesland wird denn jemand nachrücken? Bei der CSU ist es völlig klar. Die tritt ja nur in einem Bundesland an. Aber wie wollen Sie das denn im Hinblick auf die CDU klären? Ist es Sachsen-Anhalt, ist es Brandenburg oder das Land, aus dem ein ausscheidender CDU-Bundestagsabgeordneter stammt und für das im ersten Berechnungsschritt Überhänge festgestellt worden sind? Es gibt überhaupt keine Klarheit dazu im Gesetzestext. Und das ist ein massives Problem, denn damit gehen Sie sozusagen vom Gesetzgeber, der es absolut an Eindeutigkeit mangeln lässt, auf den Bundeswahlleiter und Interpretationsspielräume der Rechtsanwenderin. Und das kann doch nicht in so einer Frage, die also für die Bürgerinnen und Bürger von einem so hohen Stellenwert ist, was das Vertrauen in Politik angeht, die Grundlage des Handelns sein. Oder verdichtet in wenige Sätze. Es kann nicht sein, dass der Bundeswahlleiter darüber entscheidet, welche parlamentarische Mehrheit, gesetzgeberische Mehrheiten im deutschen Parlament hat. Mhm. Noch einmal Christine Dankbar von der Berliner Zeitung. Wären Sie bereit, Ihren gemeinsamen Gesetzentwurf noch mal aufzuschnüren, um noch einmal eine gemeinsame Novelle mit allen Fraktionen in der nächsten Legislaturperiode zu versuchen? Klar, das haben wir immer, immer die ganze Zeit getan. Wir haben immer zu Gesprächen eingeladen. Wir haben immer in jeder Parlamentsrede klar gemacht, dass wir uns gerne auch zusammensetzen, und das Angebot gilt
jedenfalls, ich kann jetzt erstmal nur für meine Fraktion sprechen, nach wie vor, aber so wie ich die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, gilt das für uns gemeinsam, weil wir an der Sache orientiert sind und ein gutes, verfassungskonformes und faires Wahlrecht wollen. Also letztlich ist es doch ein absolutes Armutszeugnis, weil wir reden nicht nur in dieser Legislaturperiode über die dringend notwendige Reform des Wahlrechts, sondern wir haben auch schon in der letzten Wahlperiode 4 Jahre um eine gemeinsame Grundlage einer Wahlrechtsreform gerungen. Und wir sind immer gescheitert am Widerstand zuallererst der CSU, dann der Union insgesamt und letztlich der Tatsache, dass die SPD sich jetzt kurz vor Ende der zweiten großen Koalition hintereinander, in der man nicht die Kraft gefunden hat, sich auf eine Wahlrechtsreform mit anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag zu einigen, auf dieses wirklich grottenschlechte Gesetz verständigt hat. Herr Strettmann. Danke sehr. Ich bin sehr froh über diese Frage, weil die mir Gelegenheit gibt, noch mal einen Punkt stark zu machen, der am Anfang kurz angeklungen ist. Nicht nur wir waren gesprächsbereit, sondern wir haben jetzt ein zweites Gesetz, das wir in Karlsruhe angreifen müssen, was verfassungswidrig ist und was vor allen Dingen unter Bruch der an Voraussetzungen, die das Verfassungsgericht aufgestellt hat, zustande gekommen ist. Sowohl beim Wahlrecht wie auch bei der Anhebung der Parteienfinanzierung hat das Verfassungsgericht in mehreren Entscheidungen ausgeführt, dass in beiden Themenfeldern eine breite Diskussion auch mit Nichtregierungsparteien zu suchen ist. Und zwar mit gutem Grund. Bei der Parteienfinanzierung, die wir attackieren, weil man sonst sich mit einer einfachen Mehrheit einen Schluck aus der Steuermittelpulle genehmigen kann. Und beim Wahlrecht, weil man sich ein Wahlrecht sonst zurechtschneidet, das einen begünstigt. Das heißt, das Verfassungsgericht hat mit dieser Anforderung, die Einbeziehung der Opposition zu suchen, eine schlaue Voraussetzung aufgestellt. Und deshalb bin ich auch unter diesem Aspekt sehr gespannt, wie es unserer Klage in Karlsruhe ergehen wird. Mir liegen jetzt keine weiteren Fragen vor. Ich sage herzlichen Dank, Frau Schönberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank auch sehr an die gerne. Technik, dass diese Technik so gut funktioniert hat und die Schalte zustande gekommen ist. Ich bedanke mich beim Podium. Einen guten Montag wünsche ich noch und wir lüften durch. Und in einer guten halben Stunde geht es weiter mit der Regierungspressekonferenz nach dem Corona-Kabinett. Wir sagen auch herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Welti. Und vielen Dank, Frau Dr. Schönberger. Sehr gerne.